looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Ball said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Ball? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles the bike. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Gaming Paradise 1946 zu einer weiteren Folge des GTA Vice City Let's Plays. Wie ihr seht, haben wir im Moment 100 Leben, keine Rüstung mehr. Woran hat es gelegen? Ich habe die Mission gestartet hier, bin auf das Bike rauf und vom Polizisten runtergeschlagen worden. Obwohl das zur Aufgabe gehört. Naja. Ist jetzt so. Nee, ist klar. Ich habe die einmalige Chance, hier wegzukommen und verkack. Geht doch, ein bisschen Konzentration, Ruhe, dann schafft man auch den Mist. Dann würde ich sagen, geht's direkt weiter mit dem nächsten. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for Seth. Now I want to see how good you can fight for your patch. The local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. Okay, wenn ich mir jetzt vorher noch Rüstung oder noch Scheiße besorgen darf. Das sind keine schnellen Maschinen, aber
Wird jetzt für den Anfang reichen. Bis wir sowas hier schaffen. Ja, das ist ja wohl eine schnelle Maschine. Muss das Ammunition-Teil. Ja gut, da müssen wir eh drauf zufahren, von daher Blödsinn. Hey, wie, man kann während einer Mission nichts kaufen. Für alle Fälle. Ich weiß ja noch nicht genau, was auf mich zukommt. Das richtig verstanden, dass wir darüber müssen? Oh my goodness, that was close. So kann man das natürlich auch machen. Fahren wir mal weiter zurück. Also weiter als hier würde ich nicht fahren. Das dürfte geklappt haben. Kids now, mister. Come on. Come on then.
Up yours, old man. You know who you're up against? Okay, old man, okay. What are you gonna do about it? Hit my head. I ain't got no brains. I'm up here. Oh, I ain't gonna go. Down, mister. Too old. You know who you're up yours, old man. I'm already a delinquent, mister. Come on. I ain't. I'm already a delinquent, mister. Are you ready? What you looking at, pal? Dann haben wir den ersten Teil geschafft. Verfolgt ihr mich? Ne, der fuhr nur schnell hinter mir. Also, sollten wir es geschafft haben. Ich hatte schon befürchtet, da kommen endlos Gegner raus. Hat er jetzt das Bag nochmal gestohlen? Tommy Two Wheels, ist klar. Leute, dann würde ich sagen, werden wir jetzt das machen, was eigentlich in dem Part geplant war. Nämlich, die Aufgaben. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Nämlich, wenn wir jetzt die Aufgaben beim, Lovefist zu Ende machen. Ich werde mal eben einen Cut setzen, kurz speichern und wir sehen uns in der Mission wieder. Wisst ihr was? Das ist Blödsinn. Ich nehme euch mit. Ich speichere. Ich müsste eigentlich nur noch das Auto hier mal kriegen. Stückchen müssen wir dafür fahren, ja. Ist jetzt nicht so extrem. Jetzt können wir nämlich die letzte Mission starten. Das hätte nicht passieren dürfen. Oder sollen, brauchen, wie auch immer. Na gut, wenn wir schon einmal da sind. Legen wir auch mal eben das Geld für die Kugelsicherer aus. Na, schade.
weiß, dass hier irgendwo ein Apartment ist zum Kaufen, aber ist jetzt egal. Dann schauen wir mal, wie die Mission aussieht. That psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Shell me, I need my mom. We're all breaking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Gar nicht diskriminierend, dieser Satz. Oder rassistisch. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished? Just 100 yards down the road, man. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich tippe hier auf eine Verfolgungsjagd. Das ist schon die Frage, wer wen jetzt hier hat. Warten wir es ab. Waffen haben wir keinen, falls es ein Drive Back kommt. Genau, das kommt zu sowas. Just keep the pedal to the metal. We gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. Okay, stop, get it. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a few here, pal. Hey, man, Angel's near the drinks cabinet. Scoot him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Wire to blow. I've seen this on the telly. You got to put out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see something? I'm gonna play bass and hell. Tommy, man, keep driving fastball. Somebody do something. I clever. Somebody do something. Look, man, I play a musical instrument. I got a clue about bomb disposal. Willie could just suck the boomshine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a Lovefist tour bus. What am I gonna get a straw pick if I mean? Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, net and death in the cops, oh, it looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye, shut it and pull a wire. Which wire? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blowing up. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. Now we've got a kick to a racket to make. Groupies to abuse. Das hätte auch schief gehen können. Gut, dass die Karre so robust ist. Ich meine jetzt trotzdem langsam, weil ich Angst habe, dass die jetzt explodiert. Hat ja auch doch ein paar ordentliche Treffer abgekriegt. So, wir müssen jetzt nur noch ungefähr da, wo wir waren, hin.
ich wüsste, die Karre würde noch einiges überleben, würde ich ja riskanter fahren, aber ich traue mich gerade nicht. Zumal wir ja jetzt da sind. Schreiben, wenn einer von euch weiß, ob es die Band wirklich gab, mal. Oder ob die komplett erfunden sind. Oder ob die nach einer Originalband irgendwie empfunden sind, irgendwie sowas. Kann ja sein. Ja, haben wir das auch geschafft? Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch diesen Part hier reinzieht. Ich würde mich sehr über einen Like oder eben auch einen Kommentar freuen. Hello, Tommy? Yeah. Gerne auch die Let's Plays teilen, damit unsere Community hier auch weiter wachsen kann. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.